schwanger. Mann, ich merke doch schon, wie das sich regt und wie es krabbelt in meinem Bauch. Ein Autogramm. Bitte. Das sind meine Groupies, die alten Damen hier oder was? Das ist übrigens der Reporter. Hallo. Von der Zeitschrift Rentnerblümchen. Rentnerblümchen. Das kann man mir doch nicht zumuten. Ich bin ein Star. Holt mich bitte hier raus. JJ hier mit so einer geilen Alten. Wahnsinn. Die knutschen und lecken sich da rum, Junge. Ich hab keinen Bock, dass irgendwelche Typen hier meine Frau halbnackt im Netz sehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit Fabrizio umgehen soll. Er macht mir nur noch Angst. Wenn du Alina das Herz brichst, dann brich ich dir was ganz anderes. Das hat gesessen. Ich hab beschlossen, den Vertrag mit dir nicht zu verlängern. Wieso? Habt ihr sie noch alle oder was? Ich kann mich schon nicht so leicht ersetzen. Jetzt hab ich mal Erfolg und du nicht. Ja, aber du hast nur Erfolg, weil du deine Beine breit machst für den Produzenten. Ich werde schon wieder auf die Beine kommen und wieder voll durchstarten. Was ist das? Da stehen vier Typen in der Kabine und rappen auf meinen Song. Ich bin der Produzent und ich habe was vor mit dir und ich will's machen. Entweder passt es für dich oder es passt für dich nicht. Passt nicht. Dann musst du gehen, tut mir leid. Hey, hey, nicht an Arsch, nicht an Arsch. Wir müssen immer ein bisschen verspielen. Hey, hey, hör auf damit! Hör auf! Komm raus aus deiner Hütte, komm raus aus deiner Hütte! Was ist? Hey, was willst du? Wenn er mich wütend haben will, kann er mich auch so kriegen. Was hältst du davon, wenn ich dich mal auf ein Essen einlade? Willst du mich gar nicht verarschen? Was hast du jetzt davon, du Pisser? Der Typ hat ihn auseinandergerissen. Ist ja auch kein Wunder bei der großen Fresse, wo er gehabt hat. Wenn ich dich geschlagen haben sollte, dann habe ich dich geschlagen, weil du es verdient hast. Ist nicht dein Ernst, oder? Du brauchst meinem Vater nicht die Meinung zu sagen oder irgendwas. Ronny! Ich weiß nicht, was er jetzt wieder vorhat. Ich weiß nur, dass ich schnell zurück muss, um das Schlimmste zu verhindern. Was bist denn du für eine Schlampe? Und was bist du für ein dummer Hurensohn, Alter? Die beiden, die sind für mich gestorben. Und wehe, es läuft mir noch einmal einer über den Weg von den beiden. Damals beim Billardspiel sagte noch, Ole, da läuft nichts, du brauchst nicht Zeit, was ich gesagt. Und jetzt legst du sie hinter meinen Alter. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.